Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grounded. Ja, wie angekündigt, bin ich hier an der Holzkiste, wo wir das Loch ja geöffnet haben. So, dann würde ich sagen, machen wir ganz kurz Licht. Und dann wagen wir uns mal ran an die Geschichte. Alles klar, da geht's lang. Ich die hier wirklich? Na, aktuell nicht. Ampulschaden ganz nicht. So, und das ist ein kleines Labyrinth hier. Mit ordentlich Ressourcen. Aber auch ordentlich Feinden. Ist das auch Rost? Gut, aber wir sind nicht zum Looten hier. Sondern wir wollen den Chip finden. Und wie gesagt, das ist nicht ganz so simpel. Da muss man den Weg erstmal finden. Und das Wespenpapier deutet schon einiges an. Ja komm, looten können wir auch im Anschluss. Sehen wir schon. Da ist ein riesiges Wespennest. Und da ist auch, aber da werden wir uns jetzt noch nicht mit beschäftigen, der neue Endboss, die Wespenkönigin zu finden. Aber wir haben bislang erst die Mutterspinne gemacht. Bevor ich mich hier mit der Wespe anlege, werden wir auf jeden Fall den Mantis noch machen. So, ich weiß, dass es da durchgeht, aber wir gucken jetzt erstmal hier. Warum leuchtest du? Einfach nur so, okay. Eine schwarze Witwe, ja, vielen Dank. Was hat ein Zecken noch? Ich kann mir das ja alles nicht merken, ne? Hast du die Zecke? Ne, du. Scharf. Also die zwei. Hi. Looks like a tick up ahead. Rogue. Alter. Termite. Stechen und salzig, echt? Oh, hab ich dabei. Wo ist denn jetzt hin? Wespennest. Ja. Ob ich da jetzt wirklich so scharf drauf war, weiß ich nicht. Großer zerlegter Tasi. Hier ist noch irgendwo eine Termite. Hier. Ja. Ach, guck mal. Alter. Was denn nun noch? Ja, die Wespen, die gehen mir natürlich auf den Pinsel jetzt, ne? Thank you.
uns jede Ecke hier in Ruhe angucken. In der Hoffnung, dass sie uns in Ruhe lassen. Ah, guck mal. Den lassen wir natürlich nicht liegen. Ich weiß, dass wir irgendwo hoch müssen. Das da unten nicht. Wie soll ich denn da raufkommen? Okay. Ach, jetzt sind wir wieder am Anfang. Ich habe uns hier einen kürzeren Weg nach oben geöffnet, alles klar. Sorgen vor diesen blöden Wespen. Noch haben sie mich nicht entdeckt. So, wir müssen darauf. Forschungsstation. Aber der Chip soll noch weiter in die Richtung immer sein. Ja, es ist die Frage, wenn wir schnell genug sind. Es geht mir erstmal nur um den Chip. So, was wir auf jeden Fall jetzt schon mal machen. Ach, war das dämlich. Ja, irgendwann kennen wir die Stellen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass da ein Loch kommt oder ein Spalt. Jetzt wissen wir es. So, hier ist auch nichts weiter. Loot, okay. Sackgasse. So, jetzt nicht wieder doppelklicken. Den nehmen wir mit. So, und dann gibt es hier... Ja, das ist der Thronsaal, wo es nachher zum Kampf kommt. Und witzigerweise finden wir auch hier bei diesem Skelett das Rezept dafür, um sie anlocken zu können, ähnlich wie bei der Mutterspinne. Und hier ist nachher BBQ Medley. Naja. So, der Chip müsste jetzt in die Richtung sein. Gesundheits- und Sicherheitsplakette. Moment, was bringt die? Außer viel Inventar. Abzeichen als Omnidwischer und der Zugang zu seinem Arbeitsgewehrt. Lebensraub und schadensresistent. Dann haben wir den schon. Ja, ich habe übrigens hier nochmal wieder so einen isolierenden Stachel bekommen.
beim Bekämpfen von Kugelkäferlarven. So, Chip. Ich muss irgendwo da in Richtung Forschungsstation. Das ist da. Und wir wagen uns hier nochmal durch. Shit. So, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber Wespen lassen einen in Ruhe normalerweise, wenn sie einen länger nicht mehr sehen. Gut, dann schauen wir hier, was haben wir? Ein Schildhärter. Sauber. Unglaublich starke Faserschicht, die ein Schild fasst bis zu uns. Unzerstörbarkeit. Was ist denn Unzerstörbarkeit? Aber egal. Plus Blockstärke. Das ist natürlich nicht übel. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns hier die Saure noch. Dann will ich mich gleich erstmal orientieren, wo wir jetzt eigentlich diesen blöden Chip finden. Wo habe ich denn diese blöde Forschungsstation gesehen? Wir müssen da hoch. Das war jetzt aber auch Glück im Unglück, dass die hier in der Ecke nicht wirklich attackiert hat. So, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Chip. Dann ist das die Kugel da unten, wo wir hin müssen. Ich hoffe ja. Super. Genau, wir stehen eigentlich genau drunter. Ja, dann müssen wir da ja nochmal hoch. Aber das kann ich. Hier muss es noch einen anderen Weg. Ach, hier. Wie blöd. Nein. Oh, wie anstrengend.
Das ist doch albern jetzt, oder? Muss die genau da jetzt rumfliegen? So, renn mal ein bisschen weniger. Wo ist mein Orientierungspunkt? Und das war dahinter, soweit. Warum? Ich hab doch geblockt. Ich hab wegen der scheiß Fackel das Schild wieder nicht. Entschuldigung. Nein! Ich war gerade auf der 6. Aber Respawn an der Forschungsstation sollte uns doch jetzt nicht das Genick brechen, oder? Wo ist mein Rucksack? Ja, wir schnappen uns erstmal diese Erinnerung hier. Mein Rucksack muss doch hier. Da. So. Jetzt nochmal für Blöde. Wo ist meine Markierung? Wahrscheinlich weg. Nö. Ja, ich sehe aber ohne die Fackel hier ja nichts. Halt nicht an. Ne? Weißt du eigentlich, dass du gar keine Waffe in der Hand brauchst? Weißt du wohl. Ich kann mich halt gerade nicht orientieren, wo wir hin, in welche Richtung ich flüchten müsste. Meine Markierung. Da. Ich fliehe jetzt. So. Das müsste der Ball sein, in dem der Chip liegt. Diesmal bitte nicht wieder ins Loch fallen. Hui, so, da ist er. Hallali. Ja gut, das mit dem Respawn in der Forschungsstation, das hat uns jetzt natürlich gerade den Allerwertesten gerettet. Nun ja. Dann würde ich sagen, let's go out. Zum Looten können wir ja gerne nochmal wiederkommen, aber ich wollte jetzt erstmal den Chip haben. Jetzt erstmal Vorrang. Dahinter war noch ein Muller. Komme ich da denn hin? Gar nicht offensichtlich. Guck mal, einer blöd. Und noch einen sauren.
Ja, dann nehmen wir noch einen mit hier. Gut, dann würde ich aber sagen, dass wir für diese Folge zum Ende kommen. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Ja, dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei Burgl wieder, um ihm seinen letzten Chip zu bringen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.